Ja, sehr geehrter Herr amtierender Landesvorsitzender Gebhardt, Herr Oberstprofessor Grein, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste. Ich will zunächst einmal sehr herzlich Dank sagen für die Möglichkeit, als einer der Mitveranstaltenden die Chance auf ein Grußwort heute früh wahrzunehmen. Und ich bin gerne wieder hierher nach München gekommen. Hat mich doch meine Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverwaltungsgericht, als die beiden Wehrdienstsenate noch an der schweren Reiterstraße waren, einige Jahre nicht nur in dieser herrlichen Stadt, sondern auch in dieser Gegend als Hesse die Vorzüge in Bayern erkennen und spüren gelassen. Deshalb bin ich umso dankbarer, heute früh bei Ihnen sein zu dürfen. Man hat mir ein Grußwort notiert mit einigen Seiten und einer grandiosen Fülle von Fachterminologien zu dem Cyber- und Informationsraum. Als ehemaliger Fernmelder und ausgebildeter ELOK-Mann könnte ich Ihnen sogar noch Bruchstücke aus einer Zeit meiner Grundausbildung und den mittlerweile 47 Wehrübungen, die mich ebenfalls in den Spitzendienstgrad der Reserve geführt haben, sicherlich auch etwas sagen. Ich fürchte, die Spezialisten unter Ihnen würden mich sehr schnell der Wissenslücken überführen. Und deshalb lasse ich das. Und will versuchen, in wenigen Worten zu erklären, warum wir mit unseren 3500 Gliederungen in unseren 105 Geschäftsstellen von Flensburg bis Sonthofen und unseren unter 300 hauptamtlichen Mitarbeitern ausgestattet mit knapp 18 Millionen Euro im Auftrag des Deutschen Bundestages jährlich unterwegs sind. In diesen rund 30.000, 32.000 sicherheitspolitischen Veranstaltungen, die dieser einzigartige Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr pro Jahr durchführt, sind Hochkaratveranstaltungen dabei. Nicht so sehr viele, aber beachtlich, dazu gehört diese. Und ich will deshalb im Namen des Präsidiums sehr, sehr herzlich Dank sagen dem durchaus noch neuen Landesvorstand unserer größten Landesgruppe hier in Bayern. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch allen, die in neuen Funktionen gewählt wurden und meinen Respekt und unseren Dank für die Tatkraft und für das Engagement, das die Landesgruppe Bayern nicht nur für ihr Heimatland, sondern für unser ganzes Land im VDRBW erbringt. Und deshalb bin ich auch gerne gekommen, um den engen Schulterschluss auch deutlich zu machen. Ich weiß, wie schwierig es ist. Wir wissen, wie schwer unser Auftrag ist, die Sicherheitspolitik und die Verteidigungspolitik, die wir im Deutschen Bundestag, und ich bin der Berichterstatter des deutschen Heeres, wer einigermaßen die Zahlen im Kopf hat, der weiß, um wie viele Milliarden es dabei geht, über die meisten Projekte, es sei denn über die der Inspekteur des Heeres noch träumen darf. Die meisten Projekte gehen und laufen auch über meinen Schreibtisch. Und deshalb weiß ich, wie schwer die Herausforderungen sind. Unsere einzige Existenzberechtigung ist im 58. Jahr unseres Bestehens, die Sicherheitspolitik unseres Landes an die Stammtische, in die Bevölkerung unseres Landes zu tragen. Und das macht dieser Verband seit fast 60 Jahren ehrenamtlich. Vom Bundesminister aktiv über den ausgeschiedenen Bundesminister bis nahezu Staatsministerinnen und Staatsminister aller der 16 Bundesländer, bis hin zum Kinderherzchirurgen, über den Postboten, bis hin zu Abgeordneten aller Ebenen sind Mitglied bei uns. Dies ist einzigartig und deshalb ein so besonderes Unikat. Und jeder von uns, der einmal bei der Bundeswehr war und aus Überzeugung bis zum heutigen Tage ihr treu geblieben ist, bei mir ist das im 38. Dienstjahr, der weiß, warum wir eingetreten sind und heute noch für die Reserve und damit für die Bundeswehr streiten. Und ich und wir alle wissen, warum die Bundeswehr so stark, so intensiv in dieser schwierigen Zeit für sie Unterstützung braucht. Weil wir alle, ich nehme niemanden aus, nicht die Politik, nicht
die Soldatinnen und Soldaten in Generalsrängen dies umsetzen mussten. Niemand von Ihnen und niemand als Bürger nehme ich aus, dass wir alle es mit zu verantworten haben, dass innerhalb Europas alle demokratisch geführten Streitkräfte abgerüstet wurden. Das war der seinerzeitigen Sicherheitslage geschuldet. Was wir jetzt tun müssen, ist, die Bundeswehr in die Lage zu versetzen, und das wird sehr teuer werden, es machen sich keine Illusionen, dass sie den von uns gegebenen Auftrag, darunter auch Neudefinition der Bündnis- und der Landesverteidigung, ich konnte mich letzte Woche in Norwegen bei Trident Juncture davon überzeugen, dass wir Gutes leisten, der muss wissen, dass wir sie so ausstatten müssen, dass sie ihre neuen, umfangreichen Aufträge erfüllen kann. Das ist unsere Verpflichtung. Nicht nur meine im Verteidigungsausschuss, sondern die allen von uns, wo der liebe Gott uns gerade in unseren Funktionen hingestellt hat, bis zum Bürger in den Dörfern. Das ist wichtig, weil es eine ganze Reihe von Persönlichkeiten gibt, die nichts anderes im Sinn haben, dass Sicherheitsdienste, dazu gehört auch Verfassungsschutz und Kriminalämter in dieser Republik, abgeschafft werden. Die gibt es. Und das darf man sehr deutlich auch aussprechen, weil ich davon jede Woche im Verteidigungsausschuss leider Kenntnis davon bekomme. Und es ist dem auch geschuldet, dass die Presse des Öfteren sehr intensiv berichtet, natürlich gespeist durch undichte Stellen aus allen Lagen. So weit, so kurz und ich komme zum Schluss. Dazu gehört auch die Neuaufstellung unseres Landes über die Bundeswehr zur Cyberabwehrfähigkeit. Und der Aufbau von CIR als Kommando ist getragen und unterstützt auch vom Reservistenverband. Wir haben vor etwa einem oder anderthalb Jahren durch großes Engagement unserer Verantwortlichen über 200 Reserveoffiziere der Cybertruppe, und ich denke, Sie werden nachher davon, Herr General, sprechen, der Cybertruppe zuführen können, die in einzigartigen Unternehmen nationaler und internationaler Art sind und bei uns ihre Expertise bis zum heutigen Tag mehr oder weniger im Verborgenen gehalten haben und wir sie jetzt sozusagen unterstützen, vorbereiten können. Auch das leistet der Verband. Und dafür bin ich sehr dankbar. Da Sie davon heute aus so beredtem Zeugnis auch kundtun, was wir tun und wo die Probleme sind und wo wir hinwollen, wenn Sie etwa darüber nachdenken, ob das Kommando nur verteidigen darf und Angriffe abwehren darf oder wenn ein Cyberangriff stattfindet, möglicherweise der Inspekteur Cyber oder wer auch immer den Deutschen Bundestag vorher um Genehmigung fragen müsste, dann wissen Sie, wie spannend sozusagen das im anderen Nukleus diskutiert wird. Herzlichen Dank dafür und vor allem auch einen guten Verlauf. Und ich will schließen mit noch einer Anmerkung, weil ich sehr dankbar dafür bin. Lieber General von Kirchbach, ich bin sehr dankbar, dass Sie unseren bayerischen Freunden und uns heute wiederum zugesagt haben und uns die Ehre geben. Nicht jeder im Saal weiß, dass uns beide seit den frühen 80er Jahren eine gemeinsame Laufbahn sozusagen begleitet. Sie waren damals als Oberst im Generalstab Chef des Stabes der noch bestehenden 2. Panzergrenadierdivision und ich im Dienstgrad Fähnrich der Reserve. Ich durfte Ihre E1-Abteilung unterstützen. Wir sind dann verschiedene Laufbahnen zusammengegangen. Ich war Wehrdisziplinaranwalt, Rechtsberater der Kommandobehörden 2 Sterne-Ebene aufwärts und ich war, wie gesagt, bei den Dienstsenaten in München. In dieser Zeit waren wir gemeinsam im mecklenburgischen Raum unterwegs, ich als junger Rechtsberater und Sie 1997 als Held der Oder. Das darf man auch noch sagen. Und wenige Jahre später, ich war Bürgermeister der Stadt, in dem seit dem Kriege die Aufnahme der Ehren- und Rechtsritter des Johanniterordens, der Ritterschlag, stattfindet in meiner Stadt, in Niederweißig in der Konturkirche. Sie waren Präsident der Johanniter Unfallhilfe und ich der Bürgermeister. Und schließt sich heute der Kreis, nachdem wir vor wenigen Wochen uns in Berlin getroffen haben und über ganz andere wichtige Dinge gesprochen haben, war ich sehr froh und sehr dankbar, weil ich weiß, dass der ehemalige 12. Generalinspekteur dieses Landes immer noch ein profunder Kenner der Materie ist.
Und deshalb fühlen wir uns und auch ich sehr geehrt, dass Sie uns heute Ihre Zeit geben. Herzlich willkommen. Ihnen alles Gute und den bayerischen Freunden herzlichen Dank für Ihr Engagement. Glück auf und auch weiterhin gutes Miteinander. Dankeschön.